Mal wieder eine Zigarre mit einem langen Namen, die ich testen werde. Die Epic Edition Limitada San Andres Granola. Hoffentlich kommt es nicht zu einem Granolala. Ich muss mir echt mal bessere Wortwitze ausdenken. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Zigarrenbalkon. Ja, frohes neues Jahr erstmal. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen, ihr seid alle gesund und seid gut in das Jahr 2021 gestartet. Ja, und zum Auftakt von 2021 gibt es eine Limitada von Epic, die San Andres Granola. Die Zigarre passt mit einem Ringmaß von 54, einem Durchmesser von 21,43 mm und einer Länge von 165,1 mm in keines der regulären Formate rein. Oft wird sie ja als Toro bezeichnet, aber dieses Format ist eigentlich fast 1,3 cm kürzer. Der Hersteller selbst bezeichnet das Format einfach auch als Granola, greift da also den Eigennamen der Zigarre einfach nochmal auf oder von mir aus auch andersrum. Ja, sie ist natürlich eine von Hand gefertigte Longfiller mit einem San Andres Deckblatt aus Mexiko, daher auch der erste Teil des Namens. Das Umblatt ist eine Sumatra aus Indonesien und die Einlage eine Mischung aus der Dominikanischen Republik und Nicaragua. Und die Zigarre selbst stammt insgesamt auch aus der Dominikanischen Republik. Die Rauchdauer dürfte wegen der Größe schon ordentlich sein. 100 Minuten und mehr sollten da locker zusammenkommen. Ich habe auch teilweise schon was von über 200 Minuten gelesen. Ja, ich hatte mir mal wegen der Optik ein Einzelexemplar zugelegt und dann fand ich die so lecker, dass ich hier zu so einer kompletten Kiste gegriffen habe. Und ja, diese 10er-Kisten hier, das ist auch das einzige Verkaufsformat. Und obwohl es eine Limitada aus 2016 ist, da gibt es nur 250 Kisten davon, sind die heute immer noch erhältlich. Wer möchte, kann also noch zuschlagen. Schauen wir uns als nächstes mal das Deckblatt an. Und das ist ja richtig schön dunkel, nicht ganz Maduro, aber auf jeden Fall Colorado Maduro. Nur sehr, sehr feine Blattadern, absolut makellos, null Beschädigungen oder irgendwelche Farbflecken. Also das ist wirklich ausgezeichnete Qualität hier. Und ja, was natürlich nicht zu übersehen ist, ist hier das große E für Epic. Das ersetzt die klassische Banderole und besteht einfach aus so einem ausgestanzten Tabakblatt, was hier einfach über dieses Dunkle nochmal drüber geklebt wurde. Das ist quasi die einzige Banderole, die man mitrauchen kann. Das heißt, die normalen Papierbanderolen brennen natürlich auch, aber welches Aroma die abgeben, das habe ich bis jetzt nicht getestet und das bleibt wahrscheinlich auch so. Schauen wir uns mal den Kaltgeruch an. Relativ dunkle Töne. Aber auch so eine schokoladige Süße kann man schon riechen. Etwas erdiger auch, vielleicht so ein bisschen wie man sich ja Waldboden vorstellt. Dann schneiden wir sie doch mal an. Die Zigarre hat hier so ein Pigtail, das kann man bei den kleineren einfach abdrehen und dann muss man überhaupt nichts anschneiden. Aber ich glaube bei diesem Ringmaß hier, ja, ist das vom Zugwiderstand her noch ein wenig hoch. Deswegen werde ich sie jetzt trotzdem ganz normal anschneiden und dann schauen wir uns mal den Zugwiderstand an. Ja, ein wenig leicht, aber überhaupt kein Problem. Vom Kaltzug her fast genauso wie der Kaltgeruch. Auch dieser schokoladige Grundton unterlege ich mit diesem erdigen. Dann zünden wir sie doch mal an und gucken, was die ersten Züge so bringen. So, dann schauen wir doch mal. Samtig weicher Rauch. Null Schärfe dabei, es ist nichts Bitteres, nichts Bissiges.
definitiv ledrige Töne, auch gewisse Röstaromen und eine leichte Kaffeenote. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich im ersten Drittel und dann erzähle ich euch ein bisschen was über die Story hinter Epic. Bis gleich. Jetzt im ersten Drittel ist die Zigarre wunderbar cremig. Der Rauch ist immer noch schön samtig weich und dieses Kaffeearoma von ganz anfangs, das ist immer noch das dominanteste Aroma. So eine schöne Cappuccino-Note, würde ich sagen. Und im Hintergrund ist die Zigarre immer noch schön röstig und leicht toastig. Also macht mir sehr viel Spaß bis jetzt. Ja, zur Geschichte von Epic Cigars. Die Firma ist eigentlich noch relativ jung. Die wurde gegründet in 2010 von Dean Parsons. Der war eigentlich ein Immobilienmakler auf den Turks- und Caicos-Inseln. Das ist ein britisches Überseegebiet in der Karibik, ganz in der Nähe von Kuba und der Dominikanischen Republik. Und nach der US-Immobilienblase, die ja dann nahtlos in die Weltfinanzkrise übergegangen ist, war das Leben als Immobilienmakler nicht mehr ganz so erträglich. Deswegen hat er sich dann in die Zigarrenindustrie begeben, weil er auch schon selber lange, lange Zeit begeisterter Zigarrenraucher war. Und durch seine vielen Reisen in die Dominikanische Republik hatte er auch die richtigen Kontakte dort. Und ja, der Name der Firma ist an den Namen der Firma eines Freundes von Dean angelehnt. Er hatte nämlich ein Sportartikel-Business mit dem Namen Epic Kitesurfing. Und das Epic hat er dann einfach in seine Firma Epic Cigars übernommen. Ja, 2014 kamen dann die ersten Zigarren auf den US-Markt und schon ein Jahr später kamen sie dann über den Importeur Kleinlage zu uns nach Deutschland. Was ich cool finde, ist, dass es bei uns auch das gesamte Portfolio von Epic Cigars erhältlich ist. Das ist ja doch eher selten, dass es alle Linien über den großen Ozean schaffen. Bei Epic gibt es insgesamt 5 Linien, die La Rubia, die Maduro Reserva, die Corollo Reserva, die Gold, die im Übrigen im Original Habano heißt, aber unter dem Namen natürlich in Europa nicht vertrieben werden darf. Und die 5. Linie, die Edition Limitada, wobei das keine offizielle Linie ist seitens Epic, sondern dort werden einfach die ganzen Sonderzigarren zusammengefasst, wobei sich in der Maduro-Linie aber auch noch eine Limitada mit reingemogelt hat. Die Granola hier läuft zum Beispiel bei Epic unter dem Namen Project E, also Projekt E. Bei Cigarro gibt es auch einen Sampler mit den ganzen Robustos aus allen Serien. Die habe ich mir schon mal vorsorglich in den Warenkorb gelegt. Hergestellt werden die Epic Zigarren in der Manufaktur von Charles Fairmorn in der Dominikanischen Republik. Von dort kennt man vielleicht dann auch die Marken Belmore und Christoph. Ja, so viel erstmal zu der Geschichte von Epic Cigars. Wir sehen uns gleich im zweiten Drittel mit dem üblichen Preisvergleich. Bis gleich. Jetzt im zweiten Drittel hat sich die Zigarre bisher eher linear entwickelt. Die Grundkomposition der Geschmäcker hat sich nicht wirklich geändert. Der Kaffee ist ein wenig in den Hintergrund gewandert und die Röstaromen sind jetzt deutlich im Vordergrund. Preislich liegt die Zigarre hier bei 9,50 Euro. Ich habe meine Kiste hier schon 2017 gekauft und da habe ich damals noch 8,70 Euro das Stück bezahlt. Das heißt, da muss also irgendwann nochmal eine Lieferung nachgekommen sein und da hat man den Preis dann leider nochmal ein wenig erhöht. Aber mit diesen 9,50 Euro kommen wir über ein Volumen von gut 59,5 Kubikzentimetern auf einen Basispreis von 16 Cent. Wenn wir das mal mit den anderen Limitadas bei Epic vergleichen, dann hätten wir da die Cigar World bei 14 Cent. Der Name ist übrigens tatsächlich auf den Laden Cigar World zurückzuführen. Da wurde die bei einem Event mal vorgestellt als anonymes Tasting-Exemplar und dann hat man sie nachträglich nach der Cigar World benannt. Dann gibt es die New York Smoking Shields mit 17 Cent und die 10 Cameroon Toro mit stattlichen 29 Cent. Damit kommt der Schnitt von den Limitadas auf 19 Cent. Das heißt, das ist durchaus eine günstige Limitada hier.
Wenn wir das mit den anderen Linien vergleichen, mit der Maduro Reserva, die liegt bei 16 Cent. Die La Rubia, die liegt dann bei 15 Cent. Die Corollo Reserva liegt bei 16 Cent und die Gold liegt bei 17 Cent. Und damit kommen wir dann auf einen Gesamtdurchschnitt für Epic Cigars von insgesamt 17 Cent. Das heißt, für eine Limitada hier ist das wirklich ein sehr, sehr guter Preis, der sogar einen Cent unterhalb vom Durchschnitt liegt. Also da kann man sich tatsächlich überhaupt gar nicht drüber beschweren. Ja, wenn wir das mal mit anderen Limitadas vergleichen. Ich habe die Durchschnittswerte jetzt aus allen Zigarren gebildet. Die Limitadas aus Kuba von 2019 liegen bei 39 Cent und die ganzen Limited Editions von Arturo Fuente liegen bei stattlichen 85 Cent. Also das ist schon ein ganz schön ordentlicher Preis. Gibt aber auch günstigere Limitadas, zum Beispiel von Casa de Torres. Die liegen dann auch eher so um die 17 Cent. Also wenn man eine Limitada möchte, ist man hier mit 16 Cent wirklich im absolut fairen Preissegment unterwegs. Ja, ich arbeite mich jetzt ins letzte Drittel vor und dann sehen wir uns gleich beim Fazit. Bis gleich. Jetzt im letzten Drittel sind diese Röstaromen fast komplett verschwunden. Die Kaffeetöne überwiegen eigentlich fast alles andere. Und ja, dann und wann kommt auch mal so eine leicht bittere Note zum Vorschein, aber wirklich nur dann und wann. Und dieser Kaffee- und Cappuccino-Geschmack, der überwiegt wirklich extrem. Ja, vom Abbrand her war es absolut problemlos, also kein Schiefbrand oder irgendwie sowas. Ich musste kein einziges Mal nachkorrigieren. Von der Asche her fächert es sich ein bisschen auf. Ich glaube, da sieht man ganz gut. Das tut der Zigarre aber keinen Abbruch, ist nur ein kleiner optischer Mangel. Wenn wir noch mal gucken, ob wir irgendwo Bewertungen über die Zigarre finden, dann wären wir dabei Cigar Aficionado leider überhaupt nicht fündig. Da gibt es ja, wie so oft bei diesen kleineren Marken, überhaupt gar keine Bewertungen dazu. Anscheinend ist der Markt mittlerweile so groß und so vielfältig geworden, dass sogar die ganz Großen mit dem Testen nicht mehr hinterherkommen. Ja, schade eigentlich, weil das ist die einzige Datenbank, die man auch tatsächlich online durchsuchen kann. Ich habe mir auch mal die Mühe gemacht und habe alle meine alten Ausgaben von Cigar Journal, Cigar Clan und Cigar, das ist dieses Schweizer Journal, die habe ich alle mal durchgeblättert und habe auch zu dieser Zigarre hier leider gar nichts gefunden. Wenn zufällig irgendjemand weiß, ob die hier mal irgendwo in einer Zeitschrift getestet worden ist, dann gerne als Kommentar unter das Video schreiben, dann kann ich das auch gerne anpinnen. Ja, als Backup deswegen wieder die Bewertungen bei Cigar World. Da hat sie 6 von 8 Punkten im Preis-Leistungs-Verhältnis und bei der Qualität 7 von 8 Punkten. Also das ist schon ein wirklich hohes Rating. Von der Stärke her würde ich sie so irgendwo im mittleren Bereich einordnen. Glücklicherweise, denn es ist ja auch eine wirklich große Zigarre. Ja, also ich fand sie wirklich toll. Sie war sehr, sehr lecker. Sie hat mir sehr gut gefallen. Sie erinnert mich so ein klein wenig an die ADV Vespucci wegen diesen Kaffeearomen und ja, ansonsten war sie schön sanft und schön cremig während der gesamten Rauchdauer, bis auf diese Bittertöne, die jetzt auf den letzten Zentimetern noch zum Vorschein kommen. Wenn ich was kritisieren kann, dann nur, dass ich sie etwas zu linear gefunden habe, was halt den Übergang zwischen den verschiedenen Dritteln betrifft. Die Aromenkomposition war insgesamt ja schon sehr gut und komplex, aber es hat sich halt im Rauchverlauf nicht so extrem viel geändert. Die Zigarre verschenkt da leider ein bisschen Potenzial, wie ich finde. Vor allen Dingen, weil man mit diesen großen Formaten beim Blend so viele Möglichkeiten hat. Man kann bestimmte Tabake nur in ganz spezifische Drittel hineinpacken und kann so eigentlich relativ tolle Übergänge erzeugen. Aber ein ja, mega großer Kritikpunkt ist das nicht, weil die Zigarre auch so einfach ein tolles Erlebnis ist. Also eine ganz klare Empfehlung von mir. Ein tolles Erlebnis ist für mich auch immer, wenn ich einen neuen Abonnenten bekomme. Also gerne den Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken, dann verpasst du in Zukunft keine Videos mehr von mir. Ja, vielen Dank fürs Schauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.